Die Energy Kinotipps. Tag zusammen, schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt gibt's wieder eure Kinotipps. Und wie ihr das kennt, dauert nichts länger als 10 Sekunden. Achtung, Achtung, liebe Männerwelt, beim Schauen des ersten Films im Beisein einer Frau kann es zu schweren Wunden an Arm und Bein durch eindringende Fingernägel kommen. Und erlöse uns von dem Bösen. Es gibt zwei Arten von Bösen im Diesseits. Das sekundäre Böse, das Böse, das Menschen tun. Und das primäre Böse. Was etwas völlig anderes ist. Man kann es nicht auf normale Art bekämpfen. Ein Schocker nach dem anderen. Das Problem ist nur, zwischen den Schockern gibt's nichts, was wir nicht schon aus anderen Horror- und Exorzistenfilmen kennen. Auch handwerklich eher nur aufwärmend und nicht innovativ. Deswegen nur 3 von 5 Popcorn-Tüten. In unserem zweiten Film wird's ein bisschen übernatürlich. Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit. Da flüstert sie schon, die Ewigkeit. Gib mir vielleicht jemand ein. Jemand, der wenigstens bei der Beerdigung dabei sein möchte. Wieder keiner da außer Ihnen, Mr. May? Ich fürchte ja. Danke, dass Sie gekommen sind. Billys Tochter hat Ihnen von mir erzählt. Ist bestimmt ein nettes Mädchen. Der Film ist traurig und lustig zugleich. Echte Charaktere, dargestellt von großartigen Schauspielern. Und trotzdem, irgendwas hat mir gefehlt, ich kann nicht sagen was. Aus einer tollen Story wurde nicht ganz das Maximum rausgeholt. Deswegen nur 4 von 5 Popcorn-Tüten. Und jetzt gibt's abschließend unseren Energy-Film der Woche. Und der hat alles, was ein Film der Woche braucht. Humor, Helden, Hammer-Action, Herkules. Übrigens, Mädels, ich habe auch gerade gepumpt. Bist du nur eine Legende oder bist du auch der Mann hinter der Legende? Meine Zeit ist gekommen. Entschuldige, aber das war mein großer Moment. Gern geschehen. Ach, Dwayne The Rock Johnson ist einfach eine glatte 1. Kampfszenen gibt's für die Männer und echte Muskeln für die Frauen. Lustig ist er auch noch, logisch, für Herkules, den Halbgott, gibt's göttliche 5 von 5 Popcorn-Tüten. Und in der nächsten Woche wird's versaut. Hey. Oh mein Gott! Ich freue mich. Bis dann. Hit Music Only. Energy. Hit Music Only.